Es ist der Prozess des Jahres. Ex-Kanzler Sebastian Kurz sitzt im Schwurgerichtssaal im Wiener Landesgerichts auf der Anklagebank wegen angeblicher Falschaussage im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Mit ihm sind Ex-Casino-Chefin Bettina Glatz-Kremsner, aber auch Ex-Kabinettschef Bernhard Bonelli angeklagt. Was bedeutet das alles und welches Strafausmaß droht ihm möglicherweise? Ich bespreche das jetzt mit der renommierten Krone-Journalistin und ausgewiesenen Politkennerin Conny Bischofberger. Vielen Dank fürs Kommen. Danke für die Einladung. Conny, es ist der Beginn eines Riesenprozesses gegen den Ex-Kanzler. Bevor wir ins Detail kommen, was ist denn die Ausgangssituation derzeit? Ich glaube, es ist erst eben, wie du sagst, der Auftakt zu mehreren Prozessen. Mhm. Es ist der vergleichbar harmlosere Teil, würde ich sagen. Und es erwarten sehr viele einen Freispruch. Ich weiß aber nicht, ob man davon ausgehen kann. Und wir sehen ja im Landesgericht, welchen Aufmarsch es dort gibt. Da stehen 100 Journalisten, ja. Die kommen gar nicht alle rein. Und wenn wir uns vor Augen führen, dass vor 10 Jahren dieser junge Mann damals jüngster Außenminister der Welt wurde, vor 5 Jahren hat er noch mit der FPÖ dieses Land regiert und fast genau vor einem Jahr ist er zurückgetreten und hat es damals begründet damit, er hätte die Freude an der Politik verloren. Es liefen schon Ermittlungen, aber die Anklage war noch in weiter Ferne. Wie du aber eben richtig sagst, es ist ja nur der Auftakt eines wahren Prozessreigens. Wir kommen zu den anderen dann eh auch noch. In dem Fall geht es nur unter Anführungszeichen um eine vermeintliche Falschaussage von dem Parlamentarischen U-Ausschuss. Man kennt es ja, da sind intensive Wortgefechte hin und her geflossen, sehr viel Emotion. Und da dürfte ja offenbar einmal, zumindest ist das jetzt, um was es bei ihm geht, es geht ja auch bei Glatz-Kremsner und Bonelli auch um andere Themen, auch bei ihm möglicherweise zu einer falschen Darstellung von Realitäten gekommen sein. Das ist der Grund, wieso er jetzt vor Gericht steht. Ja, er selber sagt, da geht es nur um ein kleines Wörtchen. Und zwar war er involviert in die Bestellung von Thomas Schmidt als ÖBAG-Vorstand oder war er nur informiert? Mhm. Und die Chats lassen etwas anderes vermuten, zumindest für die Staatsanwälte. Man muss zu diesen Chats auch sagen, dass Thomas Schmidt ja, also dass das alles beruht auf Aussagen jetzt von Thomas Schmidt, der unbedingt den Grundsorgenstatus erreichen will. Er hat ihn noch immer nicht bekommen. Und Kurz sagt natürlich oder führt ins Treffen, er findet jetzt alles Mögliche, nur damit er eben straffrei ausgeht. Vor allem Vorwürfe gegen ihn. Das war ja ein sehr, sehr enges Verhältnis, das Sebastian Kurz mit Thomas Schmidt hatte. Wir kennen das ja unter anderem auch aufgrund der Chats. Da sind ja manche richtiggehend Floskeln des täglichen Alltags geworden. Ich liebe dich, Kanzler, zum Beispiel, solche Dinge. Es ist schon erstaunlich, dass sich ein Verhältnis, das war ja bei Sophie Kammersin mit Sabine Beinschab genauso, ein sehr, sehr enges ursprüngliches Verhältnis, in dem Moment, wenn man vor Gericht steht und noch dazu Kronzeuge wird, ist ja auch Sabine Beinschab geworden bei Kammersin, aber jetzt eben auch Thomas Schmidt, dass ihn eine vollkommen andere Richtung gibt. Sebastian Kurz selbst bestreitet ja, dass sein Verhältnis zu Thomas Schmidt so eng gewesen sei. Er sagt, er hat auch in Gesprächen zum Buch, das ich mit ihm geschrieben habe, nach seinem Rücktritt, immer wieder betont, das wird falsch dargestellt, er war gar nicht so eng mit ihm. Thomas Schmidt stellt das jetzt so dar, als wären sie die besten Freunde gewesen. Man muss dazu sagen, dass Thomas Schmidt ja schon seit den 2000er Jahren in der ÖVP ist, also noch fast länger als Sebastian Kurz selber. Er war schon bei Finanzminister Grasser aktiv und ist dann eben zu Hartwig Löger gekommen. Und auch bei dieser Inseraten-Affäre geht es ja darum, ob er aus dem Finanzministerium Geld für Kurzumfragen quasi organisiert hat. Und das wäre dann der nächste Prozess, falls es hier zu einer Anklage kommt. Es gibt ja noch keine. Das ist ja ein großes Thema, über das wir vielleicht auch noch kurz reden können. Du hast es schon erwähnt, Hartwig Löger ist einer der Zeugen, die auch nominiert sind. Heinz-Christian Strache, Thomas Schmidt als Kronzeuge sozusagen. Es sind insgesamt über 20
Zeugen nominiert von der WKStA. Das ist wirklich viel. War auch ein bisschen naiv, zuerst das nur für 3-4 Tage anzuberaumen. Jetzt ist das schon geändert worden. Der Prozess dürfte offenbar bis vor Weihnachten gehen. Also nicht 3-4 Tage, sondern 3-4 Monate geradezu. Was meinst du denn? Wer von diesen Zeugen, die da nominiert sind, wird es am heftigsten oder am offensivsten gegen Sebastian Kurz inhaltlich sagen? Na sicher Thomas Schmidt und alle anderen Zeugen, denke ich nicht, dass viel dazu beitragen können. Mhm. Es wird ohnehin schwierig sein, zu beweisen, dass Sebastian Kurz wissentlich die Unwahrheit vor dem Untersuchungsausschuss gesagt hat. Es wurde ja jetzt spekuliert, dass er das verwenden könnte. Ja. Das denke ich aber nicht, weil er ja immer gesagt hat, er hat die Wahrheit gesagt, er plädiert auf Freispruch. Und man muss sagen, dass Kurz, ich habe ja immer wieder Interviews geführt, das erste, als er 2011 Staatssekretär wurde und das letzte vor ein paar Wochen, dass Sebastian Kurz wirklich zutiefst davon überzeugt ist, dass ihm hier einfach Unrecht geschieht. Und er würde nie sagen, er hat wissentlich die Unwahrheit gesagt. Das ist es ja auch. Er hatte quasi in einer Art Flucht nach vorn im Vorfeld jetzt schon ein mehrseitiges Werk abgegeben oder sein Anwalt hat das gemacht, wo er der Staatsanwaltschaft vorwirft, einseitig Beweismittel quasi zuzulassen, eben nur all jene, die ihm schaden würden. Es würde der WKStA in Wirklichkeit nur darum zu gehen, endlich einmal einen Erfolg zu feiern. Zuletzt sind die ja immer wieder dann auch gescheitert. Es kam zu keinen Schuldsprüchen und Kurz meint, es gibt nur Beweise gegen ihn. Die Staatsanwaltschaft hätte aber ja objektiv, quasi neutral als Vermittler zu fungieren quasi und würde sich aber definitiv eindeutig gegen ihn positionieren. Ist da was dran? Also was sich die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft meiner Meinung nach schon gefallen lassen muss, ist der Vorwurf, dass sie erstens einmal so lange braucht, um eine relativ kleine Sache anzuklagen. Das spricht nicht für die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Kurz sagt immer, dass zum Beispiel Chats von Thomas Schmidt mit SPÖ oder FPÖ wurden nie angeschaut von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Nur Chats, die halt mit ÖVP-Mitgliedern geführt wurden, da ist auch was dran. Ich bin keine Juristin, ich weiß nicht, ob sie das machen hätten müssen, aber ich glaube, er trifft da schon auch ein Gefühl vieler Menschen in dem Land, die sich denken, es ist so ein erschütternder Krieg in Israel und Gaza und wir verhandeln jetzt darüber vor Gericht monatelang. Ich glaube, das wird bis ins neue Jahr hineingehen, dieser Prozess, ob jemand ob das Nein bedeutet hat oder ob er involviert oder informiert war. Viele verstehen es auch nicht. Hört sich wirklich absurd an, so wie du es auch sagst. Es geht um 2-3 Buchstaben in einem Wort, der zu diesem Prozess am Ende des Tages geführt hat. Man muss jetzt aber schon sagen, es geht ja nicht nur um Sebastian Kurz, sondern Bettina Glatz-Kremsner, die Ex-Casino-Chefin, oder auch Bernhard Bonelli, der langjährige Mitarbeiter, quasi Kabinettschef von Sebastian Kurz. Geht es bei denen auch um so Kleinigkeiten oder ist es dort ein bisschen heftiger? Ich glaube, insgesamt geht es schon um eine wichtige Frage, auch für die Demokratie, nämlich wie werden hohe Posten in diesem Land vergeben? Geschieht das transparent und kann man das nachvollziehen oder machen sich das einfach ein paar oben an der Spitze aus? Jetzt könnte man sagen, ja gut, das war ja immer wahrscheinlich so, nur das ist kein Grund, dass es nicht besser werden sollte und so gesehen geht es insgesamt schon um etwas ganz Wichtiges. Mhm. Das heißt, die Frage ist, wie seriös ist sozusagen Postenvergabe? Und da geht es nicht nur um 2-3 Buchstaben, sondern ist alles ausgemacht in Wirklichkeit? Genau. Und man tut nur so, als wäre das transparent. Das ist die entscheidende Frage. Ja. Und du sagst, das ist eigentlich der Anlass, wieso wir Medien natürlich auch so interessiert sein müssen. Ja, man denke an die Side Letters von Grünen und Türkis. Es ist das Gefühl da, dass das immer so passiert und dass das auch in anderen Parteien so passiert. Aber wie gesagt, es ist kein Grund, dass man sich das einmal anschaut. Und wenn es mit unrechten Dingen zugegangen ist und wenn Sebastian Kurz sowas gemacht hat, dann wird er auch dafür die Strafe bekommen. Aber jetzt hast du ja eingangs gemeint, viele rechnen eigentlich mit einem Freispruch. Also er selbst sowieso, aber auch Medienbeobachter sozusagen. Und wenn man sich im Haus hier bei uns bei der Kronenzeitung umhört, viele Insider, nicht nur du, auch andere sagen,
das wird nicht reichen so wirklich. Wie gesagt, ich bin weder Anwältin noch habe ich Jus studiert. Oh ja, ich habe Jus studiert bis zur ersten Staatsprüfung, aber dann habe ich es gelassen. Aber ich denke, dass das schwer nachzuweisen wird, weil wie will man jemand nachweisen, dass er bewusst die Unwahrheit gesagt hat? Und wäre es nicht ganz normal, dass ein Bundeskanzler informiert oder involviert in eine hohe Postenvergabe ist? Es wäre ja nur dann verwerflich, wenn er seinen Kandidaten durchbringen hätte wollen und auch durchgebracht hat. Du hast es schon erwähnt, es ist ja nur der Auftakt unter Anführungszeichen für eine gewisse Prozessserie, die da offenbar jetzt kommen könnte. Ist ja noch nicht fix, aber es wird ermittelt seitens der WKStA. Diese Geschichte ist ja wirklich eine Kleinigkeit von dem U-Ausschuss. Die anderen, Stichwort Einsatz von Steuermitteln im Beinschab-Tool, um einen Medienrepräsentanten einer anderen Zeitung dazu zu bewegen, positive Inhalte über Sebastian Kurz zu schreiben, das wäre schon ein bisschen heftiger, oder? Ja, ich habe Kurz in unserem letzten Interview gefragt, ob er davon ausgeht, dass auch in dieser Causa eine Anklage gegen ihn persönlich kommen wird. Und er meinte, nach allem, was die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft jetzt da gemacht hat, viele Anklagen, wenig Schuldsprüche, im Gegensatz dazu viele Freisprüche, rechnet er fast damit, dass es auch in dieser Causa zur Anklage kommt. Und das wäre dann wirklich keine Kleinigkeit mehr, weil dort beträgt er den Strafrahmen bis zu 10 Jahre und da geht es wirklich um Untreue. Das wird deutlich heftiger sozusagen. Conny, wir haben ja unsere Kollegin Tanja Pfaffeneder direkt vor Ort jetzt live im Gericht und eine Verbindung gerade bekommen. Sie erinnern sich vielleicht, zuvor gab es ja noch einige Verbindungsschwierigkeiten mit der Kamera. Jetzt ist die Tanja allerdings zu sehen und zu hören. Tanja, kurzer Eindruck, wie läuft es im Schwurgerichtssaal? Ja, wir sind jetzt vor dem Straflandesgericht, denn es war natürlich viel, viel los. 100 Journalisten sind auch circa vor Ort und man kann sich vorstellen, wenn ein ehemaliger Bundeskanzler wie Sebastian Kurz vor dem Gericht steht, dass eben da auch ein Medienspektakel dann auch sein wird. Es ist so, neben Sebastian Kurz steht ja auch die ehemalige ÖVP-Vizeparteichefin Bettina Glatz-Gremsner sowie auch eben der Kurz-Vertraute und der ehemalige Kabinettschef Bernhard Bonelli auch vor Gericht. Man muss schon sagen, Sebastian Kurz, und man kennt ihn ja auch von seiner politischen Karriere, hat irgendwie ein Pokerface für mich, ja. Also er wirkt auch sehr entspannt, sehr vorbereitet. Er weiß ganz genau, was er sagen soll. Und da war es dann doch sehr überraschend, auch, dass er noch ein Statement davor abgeben wird. Wir haben das dann auch live übertragen. Also Sebastian Kurz ist da schon sehr, sehr gefasst. Es geht ja auch um eine Aussage im Ibiza-U-Ausschuss. Es war am 24. Juni 2020. Da wurde er eben befragt, ob er die Besetzung eben dieser Staatsholding ÖBAG auch mit seinem Vertrauten Thomas Schmidt und auch die Zusammensetzung des Aufsichtsrats aktiv vorangetrieben hat. Und da hat er zum Beispiel gesagt, na, also das kann man jetzt nicht als Nein interpretieren, aber auch als ein Na-Ja, also wegen solchen Sachen wird darüber heute auch gesprochen. Es wird auch so sein, dass dieser Prozesstag nicht heute vorbei ist, kann man sich auch gar nicht vorstellen, sondern erst wahrscheinlich Ende November. Also es ist am Freitag der nächste Prozesstag, dann eben noch am Montag und 21 Zeugen sind geladen und da wird auch der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache auch kommen. Es wird Gernot Blümel auch hier sein und können wir auch hoffen, dass da vielleicht ein bisschen mehr rauskommen wird. Aber so richtig rauskommen wird wahrscheinlich auch nicht viel, das sagen jetzt schon die ersten Journalisten, denn es droht ja auch eine Haftstrafe von 3 Jahren, aber Sebastian Kurz ist eben auch unbescholten, also da wird nicht wirklich viel passieren. Der Medienandrang, der ist natürlich groß und deswegen sind wir auch jetzt vorm Straflandesgericht. Wir sehen auch hinter uns, die Polizei ist auch vor Ort, um Sicherheit zu sorgen und heute wird sicher bis 16 Uhr, 16:30 Uhr hier weitergehen. Sebastian Kurz ja bei seinem Eintreffen vorher auch schon gesehen. Ist das wirklich so, dass er so ruhig ist, wie er gewirkt hat? Wir haben ja das am Anfang nur sehr bruchstückhaft mitbekommen. Die Verbindung war da noch nicht so gut. Aber wenn du ihn selber gesehen hast, wirkt er wirklich zuversichtlich oder ist es scheinbar ein bisschen aufgesetzt?
Na, es war sehr überraschend auch für mich. Also ich muss wirklich sagen, Sebastian Kurz hat für mich einen sehr ruhigen Eindruck gemacht. Ganz anders schaut es da vielleicht auch bei Bernhard Bonelli aus. Der war vielleicht ein bisschen nervös, aber das war jetzt nur mein Eindruck auch hier. Sebastian Kurz, der weiß schon, was er macht. Er ist ein absoluter Medienprofi. Wir können uns auch erinnern, vor einigen Wochen gab es noch Kurz der Film. Also er hat sich schon auch wieder die Presse gesucht, kann man sagen. Und deswegen finde ich, Sebastian Kurz wirkt da auch sehr, sehr tough. Er wird heute auch nicht aussagen müssen, wahrscheinlich erst am Freitag, aber das wird sich wahrscheinlich auch alles in die Länge ziehen. Also deswegen wird für Sebastian Kurz heute nicht wirklich viel los sein, sondern eben für Glatz-Kremsner und auch Bonelli. Und Sebastian Kurz wird dann erst am Freitag wahrscheinlich sprechen. Ja, Tanja, vielen Dank für diesen Live-Bericht. Du bleibst ja für uns vor Ort. Wir werden natürlich permanent darüber berichten. Es ist der Prozess des Jahres und natürlich ist es für uns Journalistinnen und Journalisten auch sehr, sehr spannend, was rauskommt. Ja, weiterhin alles Gute und spannende Interviews. Conny, wir haben es jetzt gehört, eine Haftstrafe bis zu 3 Jahren droht da, aber Tanja Pfaffinet hat es jetzt auch gesagt, die meisten Beobachter rechnen definitiv nicht damit. Also das, was wir ja auch vorher schon besprochen haben, es geht darum, dass man da ein bisschen so eine Art Transparenzsituation schaffen will, auch wie weit sich Politiker quasi das Leben ein bisschen herrichten oder auch Entscheidungen für Jobs herrichten. Aber zu einer wirklichen Haftstrafe wird es definitiv nicht kommen, sozusagen einhellige Meinung. Man muss aber sagen, entscheiden tun das nicht wie Schöffen, wie zuletzt bei Sophie Kammer sind mehrere Personen, sondern ein einzelner Richter. Weißt du etwas über Gregor Adamowitsch? Kann man sagen, der ist unvoreingenommen? Ich glaube, das muss man von jedem Richter annehmen, dass er hoffentlich unvoreingenommen ist. Und Kurz hat ja auch immer gesagt, ob ich schuldig bin oder nicht, entscheidet nicht die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft oder irgendwelche Vorurteile oder meine politischen Gegner, sondern ein unabhängiges Gericht. Und ich nehme doch stark an, dass jeder Richter wirklich unabhängig entscheidet. Das wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Keine Frage, die Hoffnung ist groß natürlich, aber so wie ja Kurz auch der WKStA unterstellt, quasi einseitig gegen ihn aufzutreten, auch mit den Beweismitteln und generell, es gehe hier einfach nur darum, das weitere Bestehen dieser Staatsanwaltschaftsgruppierung abzusichern, indem jetzt es endlich einmal aus Sicht der WKStA zu einem Schuldspruch kommt. Könnte man ja auch sagen, auch der Richter hat einen gewissen Druck, dass das nicht alles umsonst war, jetzt eine Art Schuldspruch zu verhängen. Immerhin, Sophie Kammersin ist ja letztlich auch verurteilt worden, bedingt zumindest, aber Schuldsprüche seitens der Richterschaft gibt es dann schon vereinzelt. Ja, ich denke aber nicht, dass das eine Rolle spielen sollte. Mhm. Und ich glaube, Richter sind Druck gewöhnt von Medien, von der Politik. Es wird ihnen immer wieder vorgeworfen, sie würden nicht gerecht sein. Aber Recht ist ja nicht gerecht. Recht spricht einfach aufgrund von Gesetzen dann jemanden schuldig oder eben frei. Es könnte auch ein Teilfreispruch werden, ja, übrigens. Ja, also ein Mittelding gibt es dann immer wieder sozusagen in Teilbereichen freigesprochen, in Teilbereichen verurteilt. Genau. Mhm. Jetzt hast du den Sebastian Kurz ja vor relativ kurzer Zeit wieder zu einem deiner berühmten Interviews der Woche getroffen in der Krone Bund am Sonntag. Macht er als Mensch, der zurückblickt auf diese Jahre in der Spitzenpolitik, Außenminister, Staatssekretär und dann eben Kanzlerschaft, quasi sogar zweimal, macht er eigentlich einen zufriedenen Eindruck oder ist er so verbissen, dass man den Eindruck hat, jetzt in der Privatwirtschaft würde er am liebsten wieder zurückkommen, um da weiter zu tun, wo er dann quasi rausgehen musste, weil die Anklagen gegen ihn so definitiv geworden sind? Will er wieder zurück oder ist er eh ausgeglichen mit seinem Status quo? Ich glaube, er hat mit der Politik nicht endgültig, also jetzt auf 30 Jahre hinaus abgeschlossen, aber ein Comeback hat er definitiv ausgeschlossen. Er wollte es zwar nicht notariell beglaubigen, ja, weil ich habe ihm dann gesagt, würden Sie es auch vor einem Notar erklären. Das hat er dann aber, ich glaube, das hat er blöd gefunden. Mhm. Aber ein Comeback im Moment ist natürlich ausgeschlossen, solange Ermittlungen laufen und Verfahren laufen. Ich denke, dass er noch immer
mit einer gewissen Zufriedenheit zurückblickt und eben dieses Unverständnis hat, was ist da passiert, was wird ihm da vorgeworfen, und er ist wirklich felsenfest davon überzeugt, dass er damit nichts zu tun hat, und ich glaube, er übersieht ein wenig die Tragweite des Bildes, das diese Chats ans Licht gebracht haben, nämlich eines verheerenden Bildes, dass da jeder mit jedem packelt und sich alles ausmacht. Und er war natürlich mit dabei, aber ob er wirklich involviert war im Sinne von, dass er das beauftragt hätte oder vorangetrieben hätte, ich glaube, das wird sehr schwer zu beweisen sein. Hast du gesagt, und das ist in der Tat sehr, sehr schwer, man kann sich nur an diesen Chats orientieren, aber die sind ja auch nur schnell getippte Meldungen, im Prinzip ein bisschen wenig für einen Gerichtsbeschluss sozusagen. Ganz am Schluss noch, Conny, kurz deine Einschätzung, wie geht's weiter? Bansch Abdul, haben wir schon gesagt, wird ja weiterhin erhoben von der WKS, da könnte es auch zu einem konkreten Prozess kommen. Gibt es da schon ein Timing-Gefühl? Wie geht es da weiter? Also ich denke, nachdem eine mögliche Falschaussage vor einem Ibiza-Untersuchungsausschuss angeklagt wurde, muss die Causa Beinschab auch angeklagt werden. Ja. Und dann wird es eben um diese Frage gehen. Wurden Steuergelder verwendet, um Umfragen über Sebastian Kurz zu bezahlen? Und dann ist wieder die Frage, hat Sebastian Kurz das selbst in Auftrag gegeben oder waren das irgendwelche Leute, die sich gedacht haben, das machen wir jetzt oder das fragen wir mit ab? Also wie gesagt, das wird sehr schwierig sein, aber ich rechne hundertprozentig mit einer weiteren Anklage. Gut, dann haben wir noch viele weitere Gründe für spannende Interviews. Du bist eine ausgewiesene Kennerin einerseits der österreichischen Politik im Allgemeinen und von Sebastian Kurz im ganz Besonderen. Spannendes Buch, kann ich wirklich empfehlen. Ich habe viel gelernt, kenne ihn ja auch ganz gut, aber man lernt aus so vielen Gesprächen, die du geführt hast, wirklich viel daraus. Conny Bischofberger, vielen Dank für den Besuch. Ich danke. Dankeschön. Boom, boom, boom.